Johannes Brinkies war im Heimspiel gegen Jena einmal mehr ein sicherer Rückhalt des FSV Zwickau. Er wird auch am Sonntag am Lauterer Betzenberg gefordert sein. Brinkies selbst erwartet eine geile Drittliga-Begegnung. Sein Trainer Joe Enox erwartet mit Blick auf die Tabelle eine ganz enge Begegnung. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern waren viele Emotionen dabei. Und durch das Gegentor sind wir als FSV Zwickau ein wenig aus der Bahn geraten. Wir werden im Fritz-Walter-Stadion aufgrund der guten Abwehr der Gastgeber nicht viele Chancen bekommen. Die aber müssen wir nutzen, sonst kann es eng werden für uns. FSV-Torwart Johannes Brinkies will, dass sein FSV gut steht, um etwas mitzunehmen. Es macht sehr viel Spaß mit unseren Fans, die mitkommen, alles zu geben. Ein Tor mehr als der Gegner zu erzielen, das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, das können wir schaffen. Johannes Brinkies, bevor wir uns dem nächsten Gegner des FSV Zwickau, dem 1. FC Kaiserslautern, ein Stück weit widmen, möchte ich etwas rüberbringen, was die Zuschauer wahnsinnig interessiert. Etwas mehr über den Menschen Johannes Brinkies. Was mir immer auffällt, natürlich nicht nur mir, das ist Ihre stoische Ruhe. Nicht nur bei Standards, sondern überhaupt auch bei der Spieleröffnung. Da gibt es nicht dieses Hin- und Herspringen. Da ist nach meinem Dafürhalten wie im Theater. Da ist jede Geste, da gibt es keine zu viel und keine zu wenig. Ist es das, was Sie ausmacht, Ihre Art Fußball zu spielen, zu interpretieren? Ja, ich bin, oder den Norddeutschen sagt man so ein bisschen nach, dass sie immer so ein bisschen introvertiert sind, ein bisschen ruhiger sind. Stimmt aber nicht. Nö, das glaube ich nicht, auch wenn es auf dem Platz manchmal den Anschein macht. Aber ich versuche einfach der Mannschaft zu helfen, mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen. Das werde ich nicht ändern, das ist so, wie es ist. Und zuletzt war es erfolgreich und das wollen wir natürlich weiterhin so beibehalten, auch wenn es jetzt nicht auf Hinblick auf Sonntag nicht einfach wird. Aber ich versuche einfach immer Gas zu geben und dann gemeinsam mit der Mannschaft, weil alleine geht es nie, es geht immer nur gemeinsam. Und dann werden wir schaffen. Sie haben ja auch starke Vorderleute. Absolut, absolut, ja. Also, aber was viel wichtiger ist, dass jeder die Bereitschaft hat, für den anderen durchs Feuer zu gehen, ja, um nochmal den entscheidenden Ball zu klären, nochmal die Flanke zu verhindern, sich in den Ball reinzuschmeißen. Diese Mentalität, von der wir immer reden, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir die am Sonntag wieder auf den Platz kriegen, dann bin ich guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall was holen können. Sie haben es gerade gesagt, diesen entscheidenden Ball, da erinnere ich mich an das Spiel gegen Jena, dieser entscheidende Ball, der da vom Innenpfosten zurückkommt. Ja, und der Bommes, der hat die Arme schon auf. Ist das so intuitiv, dass Sie ein Stück weit vorausdenken, sagen, das und das könnte passieren, dann mache ich mal das? Oder sind das diese Sekundenbruchteile, die den Torwart dann ausmachen? Den guten, den sehr guten oder den wie Sie? Ja, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Ne? Also der hätte vielleicht auch einen Zentimeter weiter nach links in Pfosten ins Tor springen können. Glücklicherweise war es in dieser schwierigen Phase, sage ich mal, nicht der Fall. Wir konnten das 1-0 halten, letztendlich auch 2-0 gewinnen. Ja, wie gesagt, man probiert halt einfach alles. Ja? Man muss natürlich auch ein bisschen antizipieren, was könnte jetzt sein, wie stellt der Stürmer mich jetzt vor einer Aufgabe. Und glücklicherweise hat das dann wunderbar geklappt für uns. Und dann haben wir auch den verdienten 2-0-Sieg einfahren können. Wenn Sie mal Torhüter an Ihrem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, wer ist für Sie der Kompletteste? Über Jahre gesehen war es schon Manuel Neuer definitiv, der das Torwartspiel meiner Meinung nach so ein bisschen revolutioniert, auch gerade auch mit dem Fuß. Und jetzt kommt natürlich auch mit David de Gea von Manchester United Leute dazu, der schon seit geraumer Zeit Weltklasse spielt, auch Marc-André ter Stegen, Barcelona. Das ist schon wahnsinnig gut, ja, und das ist auf jeden Fall die Weltspitze. So, jetzt kommen wir zum Betzenberg am Sonntag mit breiter Brust nach dem Erfolg gegen Jena oder spielt da im Hintergrund immer noch ein bisschen mit? Mensch, das ist ein riesengroßer Verein. Oder sagen Sie, wir haben das Hinspiel ordentlich gut gestaltet, hätten sogar gewinnen gekonnt. Das machen wir jetzt. Das versuchen wir auf jeden Fall. Ob uns das gelingt, das werden wir dann nach Abpfiff erfahren. Aber auf jeden Fall breite Brust, immer breite Brust. Warum auch nicht? Ja, wir spielen Drittliga-Fußball, die spielen auch Drittliga-Fußball. Und nur weil da vielleicht ein paar Zuschauer mehr sind, ist es jetzt nicht so, dass wir da in Ehrfurcht erstarren. Gar nicht. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen. Wir wollen Gas geben. Wir wollen da 3 Punkte holen. Und ob uns das gelingt, das werden wir sehen. 1000 Fans, vielleicht sogar ein paar mehr, fahren aus Sachsen mit in die Pfalz. Das nimmt man doch wahr. Ja, na klar. Das macht auch Spaß. Und wir wollen den Jungs, die da mitfahren, auch
ja, einen Anlass zur Freude geben, den wir da was holen. Und das werden sehr, sehr interessante, intensive 90 Minuten werden für uns. Aber ja, wir haben Bock drauf und wir gehen die Sache an. Wenn ich in Ihre Augen schaue, da ist Feuer drin. Hoffentlich brennt der Betzenberg. Alles Gute, Hannes Brinkis, und natürlich auch für die Mannschaft. Kommen Sie mit Punkten zurück. Danke, danke. Tschüss. Ciao. Joe Enox, blicken wir zur Auflockerung mal zurück. 1938 feierte ein Tonfilmpremiere mit Louis Strenger, der hieß Der Berg ruft. Anders gesagt, jetzt ruft er wieder der Berg, aber diesmal der Betzenberg in Kaiserslautern. Mit welcher Grundeinstellung geht's denn dorthin? Über 1000 Fans fahren mit, ist doch Wahnsinn. Ja, jeder freut sich aufs Spiel auf Betzenberg. Das ist eine ganz besondere Kulisse in der dritten Liga und deswegen freuen wir uns aufs Spiel. Nicht nur halt die Mannschaft, die Fans, sondern das Trainerteam auch. Und wir fahren dahin, um nicht halt schön zu spielen, sondern wir fahren dahin, um Punkte zu holen. Aus der Vergangenheit oder aus den vergangenen Spielen Rückschlüsse ziehend, was muss Ihre Mannschaft dort umsetzen, um nicht unter die Räder zu kommen? Ja, ich muss sagen, man kann halt das Spiel gegen KSC Jena als Maßstab nehmen, dass wir halt gegen eine Mannschaft gespielt haben, die halt wirklich sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben, sehr akribisch gegen den Ball gearbeitet haben, dass wir halt einen Türöffner gehabt haben durch dieses Standardtor. Das wird so ein ähnliches Spiel sein gegen Kaiserslautern. Die stehen sehr stabil seit Wochen. Es ist sehr schwer, halt Torchancen herauszuspielen gegen Kaiserslautern. Und deswegen versuchen wir halt, wenn wir halt die Chancen haben, halt zu nutzen. Und wenn wir aus dem Spiel heraus halt wenig Torchancen bekommen, dann würden wir halt über diese gute Standardsituation kommen. Stabil steht auch Ihr Team in der Abwehr. Und dann, wenn nach vorn noch etwas besser gespielt werden würde, ist durchaus was drin. Definitiv. Wir fahren nicht dahin, um halt einfach die Punkte abzugeben, sondern wir fahren dahin, um Punkte zu holen. Natürlich, diese große Stadion, große Kulisse, viele Zuschauer aus Zwickau, ist ein besonderes Spiel. Aber die Liga ist so eng, dass wir halt uns schon Chancen gegen Kaiserslautern ausrechnen. Viel Erfolg für dieses besondere Spiel und alles Gute. Dankeschön.